cool. Das hört nicht auf mit Leo. Oh mein Gott. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Tauschpaket-Video. erstmal an euch, wir wünschen euch wunderschöne Ostern. Für euch, eure Familie, dass ihr natürlich alle gesund seid und bleibt. Mhm. Und hoffen, dass ihr heute den Tag, vielleicht konntet ihr auch schon die ein oder anderen Geschenke suchen. Oder Ostereier. Und vielleicht habt ihr auch ein Osterhäschen entdeckt am Frühstückstisch. Oder ihr habt eins gefunden. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Ostern feiert, ob ihr Bescherung macht oder nicht. Wir dachten uns so hier bei DIY Inspiration, das ist eine kleine Tradition und deswegen beschenken wir uns gegenseitig. Und ja, das ist für dich, Eva, wo mir jetzt dein Osterhase runterfällt. Nein, gebe ich dir das mal rüber. Ja. Und das hier ist für dich. Vielen Dank. So. Ja, sehr süß auf jeden Fall, Osterhase. Ihr wisst, nach Ostern darf ich wieder Süßigkeiten essen. Ich werde trotzdem weiterhin drauf achten, aber ich werde es mir nicht mehr verbieten. Da freue ich mich schon besonders drauf. Ich liebe diese Goldhäschen und besonders in dunkler Schokolade. Super, super lecker. Ich freue mich auch, ihn zu essen. Ja, Eva, ich glaube, du hast eins mehr als ich. Ich glaube, wir haben beide vier. Ja? Vier? Eins, zwei, drei, vier. Ah, ja, vier. Super. Zwei, vier. Dennoch darfst du zuerst auspacken, wenn du möchtest. Dankeschön. Und ich habe hier dieses mega niedliche Leo-Papier. Ja. So. Und es geht direkt mit Leo weiter. Oh, Sticker. Ich liebe ja Sticker. Oh, wie cool die sind. Ganz, ganz viele Leo-Sticker für Eva. Die sind mega schön. Hier sind auch solche wie so Washi-Tape-Streifen. Ja. Das ist so schön. Ich bin richtig begeistert. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Wenn man sich über Sticker so freuen kann, wenn Leo drauf ist. Damit macht man nichts falsch bei Eva. Man macht damit nichts falsch. Ich freue mich über Leo und über Sticker. Und hier sind so Herzchen mit Leo-Muster in Pink. Dankeschön. Gerne. ja, ich pack mal hier aus. Okay, es fühlt sich an wie eine Sprühflasche. Ich bin gespannt und oh, ich habe Backtrennspray, ich sage mal Spray, das ist halt sächsisch, also verurteilt mich wieder nicht. Wir wissen, was du meinst, das ist das Wichtigste. Ja, ich sprich da jeder überall anders aus. Auf jeden Fall von der lieben Sally, oder? Ja, ja, cool. Und zwar, damit man die Form einfettet. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich wollte mir nämlich mal welches holen, weil ich das immer so feiere, dass Eva ja auch unten das in der Küche hat, dieses Sprüh damit immer genau, und ich finde das immer ziemlich gut, weil das erleichtert einem das mit Fett und so einzufetten. Vielen Dank. Die sind mega, mega gut. Und ich wusste ja auch, dass du es wolltest, ne? Ja. Gut, ich mach mal weiter. Ich schnapp mir mal das mittlere hier. Das von der mittleren Größe. Das hört nicht auf mit Leo. Oh mein Gott! Das Okay. Was ist das? Ach, ein Fotoalbum! Ja! Hier kann man direkt schon ein Foto reinmachen. Ich mach's mal auf, mal gucken, wie die Aufteilung ist. Eva hat ja Anfang des Jahres gesagt, dass sie gerne mal wieder ein Fotoalbum gestalten möchte. Ja! Und passend dazu dachte ich mir so, ein Leo-Fotoalbum, aber nicht so krass kitschig, sondern trotzdem in das so einem... Das ist so schön, das ist schön klassisch. Da kann ich auch schön die... ich gucke gerade mal, ob das einzelne Seiten hat oder ob das mit... Das ist so reinklemmen. Cool, das ist so zum Klemmen. Aber hier sind auch so Streifen, wo man es noch beschriften kann. Sehr cool. Da kann ich bestimmt auch die Sticker schön für mit benutzen. Auf jeden Fall. Da kannst du dich ausdrucken. Genau, ich wollte mal wieder Fotos ausdrucken. Perfekt. Ach, so, ich mach mal hier weiter. Okay, und was ist das? Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Eine Ofenmatte? Mhm. Ach, wie cool, ja. Und zwar ist das so eine Andi-Haftbeschichtung. Und zwar statt Backpapier, das hast du auch unten. Mhm. Das wollte ich mir auch immer mal holen, weil ich das so praktisch finde. Und zwar ist das so eine, die man, also wie Backpapier, aber die man immer wieder verwenden kann. Ja. Und man kann die auch zum Grillen benutzen. Ah, cool. Genau, die kann man für den Ofen benutzen und zum Grillen. Das ist super gut, wenn man zum Beispiel Gemüse grillt oder so. Ja. Oder kleinere Sachen, wo man Angst hat, dass es durch den Grillrost durchfallen könnte. Mega gut. Ach, wie cool. Vielen lieben Dank. Die werde ich definitiv jetzt verwenden und natürlich sehr nachhaltig. Finde ich sehr, sehr gut.
cool, danke. Sind vielleicht nicht die ganz klassischen Geschenke, aber ich wusste, du freust dich drüber. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Okay, ich schnappe mir mal. Okay. Was haben wir hier denn? Ich glaube, das ist nur was zum Naschen. Nur? Das sind Oreo? Das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Oreo-Krümel. Oreo-Krümel. Wie cool. Ja, also die man so, die kannst du aber auch total gut zum Backen nehmen. Ja. Oder wenn du den Tassenkuchen machen willst. Ich möchte so. Die direkt probieren. Do it. Also es sind wirklich auch, sonst wenn man Oreo-Krümel selber macht, hat man ja immer das Weiße noch dran. Aber das ist wirklich nur die schwarzen Bröselchen. Genau, ich glaube, das ist eher fürs Backen und so zum zum Verzieren geeignet. Genau, also sehr, kannst du auch cool. so natürlich essen. Oder wenn du dir vielleicht einen leckeren Shake machst oder sowas. Ja. Oder über deinen Kaffee oder so, kannst du dir das oben drüber streuen. Oder mit Milch zusammen in die Mikrowelle. Oder so. Mhm. Das schmeckt übrigens sehr, sehr gut. Bester Trick. Cool. Ich bin sehr begeistert. Ja, schmeckt bestimmt gut. Man lernt nie aus, was es nicht alles gibt. So, ich mach mal hier weiter und... Ist auch was Süßes. Oh, lecker, lecker. Ich habe Happy Hippo Biscuit und zwar Kinderschokolade. Ich liebe die. Ich freue mich mega, jetzt wieder was Süßes zu essen. Obwohl ich muss sagen, meine Gelüste halten sich recht in Grenzen. Mhm. Also ich glaube, ich esse ein so ein Ding und dann... Ja, ist doch genauso, wie es sein soll. Ja, so muss es sein. Kann man sich schön aufteilen, jeden Tag ein. Richtig lecker. Ich liebe Kinderschokolade und Happy Hippo. Vielen lieben Dank. freue ich mich. Yummy. Mit dem Hasi zusammen. Ja. So, wir haben nur noch jeder eins. Nur noch eins, das große, glaube ich, jeweils, ne? Aber das reicht ja vollkommen aus. Normalerweise schenkt man sich ja auch nur Süßigkeiten zu Ostern oder auch gar nichts, ne? Richtig. Aber, also, Ü-Eier. Ü-Eier, genau. Ü-Eier. Okay. Oh, okay. Oh, das ist mega cool. Das ist ein Bilderrahmen für 4 Bilder. Sieht voll schön aus, ne? Ja, ich mag diesen Stil mega gerne. Mhm. Dieses Metall. Und es hat halt so eine coole 3D-Optik. Ja. Kannst du auch eine Lichterkette drin umbinden und die kannst du schön dahinter verstecken oder so. Ich finde, da kann man ganz viel damit machen. Der ist sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vielen Dank. Gerne. Freut mich, wenn es dir gefällt. Ich mega. Ich muss auch mal sagen, wie schön ist das Geschenkpapier, bitte. Mhm. Richtig, richtig schön. Ach, Disney, ne? So, und dann packe ich mal aus. Oh, wie cool! Eine Muffinform aus Silikon. Sehr cool. Jetzt hat das natürlich auch alles hier einen Sinn. Ein Bugset. Da ist es natürlich besonders cool, wenn man es einsprühen kann. Und richtig cool habe ich so noch nicht. Und dann natürlich in dem schönen Rosa. Vielen Dank. Ja, da musste ich direkt an dich denken, als ich sah. Ja, sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja, da kann ich direkt was Schönes machen. Ich wollte eben sagen, so mit Disney-Papier finde ich manchmal einfach nie was falsch. Nee, das stimmt. Es ist immer hübsch und es ist auf jeden Fall immer ein Hingucker. Ja. Und auch wenn jemand nicht so der Mega-Disney-Fan ist, aber trotzdem ist es einfach, es ist so richtig schön. Das stimmt, das stimmt. Aber vielen Dank, Eva. Ich finde das richtig cool. Ich sehe auch gerade, die muss man noch nicht mal einfetten hier, ne? Sehr, sehr cool. Werde ich definitiv jetzt auch zu Ostern irgendwas Leckeres backen. Mal gucken. Ich kann die sehr, sehr empfehlen. Also ich habe die zu Hause auch. Sehr gut. Das ist schon erprobt, ist Grill erprobt. Sehr gut. Wir haben da letztes Jahr immer Gemüse drauf gegrillt. Ja? Mhm. Sehr cool. Sehr schön. So eine Muffinform hatte ich auch mal. Meine ist leider kaputt gegangen. Das passt halt auch perfekt, weil meine ist leider hier drinnen kaputt gegangen. Deswegen umso besser. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Eva. Ja. Sehr schöne Geschenke für uns beide. Ja, weißt du schon, wie du Ostern verbringen wirst? Ja. Also wenn ihr das Video online kommt, dann sind wir auch in den Osterferien. Ich werde puzzeln, tatsächlich. Ich werde puzzeln, das könnt ihr bei Instagram sehen. Stimmt, Eva puzzelt wirklich viel. Ich puzzle viele momentan. Wahnsinn, aber ich finde es cool, dass du die Freude daran nicht so verlierst. Weil ich glaube, wenn man so viel... Also ich wäre jetzt zum Beispiel, irgendwann ist dann so... Nee, das ist tatsächlich vielleicht eine gute und eine... Ich sag mal, eine gute Eigenschaft von mir, aber auch eine Eigenschaft, die etwas nervig werden kann, ist... Wenn ich was mache, dann mache ich es halt mega, mega krass. Ja, also das sieht man ja dein neues Puzzle mit drin. Das ist ja Wahnsinn.
nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch. Aber ich finde es cool, dass du das so machst. Ich werde auch ganz entspannt mit Familie verbringen und bestimmt die ein oder andere Leckerheiten da backen oder auch kochen. Umso mehr freue ich mich jetzt. Vielen Dank. Gut ausgestattet. Ja. ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was habt ihr vielleicht bekommen oder was nicht und was macht ihr zu Ostern? Das Wetter ist ja sprunghaft bei uns hier im Norden. Nee, ist ja nicht direkt Norden. Aber in der Mitte von Deutschland irgendwo. In der Mitte von Deutschland. Genau, wir drücken euch die Daumen, dass das Wetter an Ostern schön wird, dass ihr ein bisschen die Zeit genießen könnt und dass ihr schöne Sachen bekommen habt. Vielleicht die ein oder andere Überraschung dabei. Und ja, wie gesagt, alles gerne unten reinschreiben. Genau, und vielleicht habt ihr auch ein richtig cooles Geschenk gemacht. Wenn ihr da noch Last Minute ein paar Oster-DIYs haben wollt, schaut gerne mal bei unseren Videos vorbei. Vielleicht ist dann noch für morgen oder nachträgliches Geschenk noch was dafür da mit drin für euch. Also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's bis gut. Dann. Tschüss. Frohe Ostern.